Da legen wir direkt wieder los mit Fakray und machen jetzt diesen Bunker hier down. Zack, ich habe den Schalüssel reingesteckt. Zugang gewährt. Oder verwehrt. Gewährt, ne? Ja, gewährt. Wollt mir nicht hier voll mit der ganzen Armee stehen? Jetzt bin ich doch alleine. Und hab wieder so Kackwaffen am Start. So. Prepare for the collapse. The power of yes. Nope. Doch. Das hat ihn nicht gekillt. Der hat den Headshot eben. Kommt jetzt hier hoch oder was? Ja. Bye bye. Ach shit, Mann. Oh, das ist ein dicker. Bitte schön. Burn, bitch. Er brennt gar nicht. Dann jetzt aber. Muss ich ihn voll treffen damit, oder was? Dass es was wird? Hier. Kannst du mal brennen, bitte? Das stört ihn gar nicht. Also. Jetzt nehme ich mal seine Ultrawaffe. Aber gegen die Snipe. So, Kinder. Und jetzt geht's los, ne? Da unten. Haltet euch schon mal fest. Plündern. Plündern. Fati ist da, um euch zu festen. Wuhu. Was auch wieder sehr merkwürdig klingt an der Stelle, aber das passt schon. So. Wo ist der Petty Hudson? Glaubt ihr, die ist schon komplett bekehrt oder irgendwie zerstückelt oder sowas? Das wäre ja ziemlich Harry. Ziemlich Harry Potter. Halt die Gosch mit deinem Jähzorn. Ihr seid doch auch total jähzornig, oder nicht? Hallo. Ah, mich. Ja, das war. Das war das! Ich hab's richtig. Ich hab. Das war eben ein Kettenkill. Ein Ketten-Takedown. Halt mit Pistol. Guck mal, warte mal. Na, der war halt nicht in der Nähe. Aber ich erinnere mich an richtig lange Ketten-Takedowns in den alten Teilen. Im letzten oder im vorletzten. Im letzten, glaube ich, ging das gut. Oder auch ging das auch. Hörst du mal auf, da rumzutanzen? Donk. Die Deputy-Schnalle. Die will ich jetzt aber mal gerade mal schneckle da. Komm mal raus. Oh, ich kann nicht aufmachen. Sorry, Leute. Ich wollte ja gern. Hey. Irgendwie machen die nicht viel, die gucken nur und sterben dann. Da ist auch einer. Achtung! Ah, ich hätte Linkstick machen müssen. So, wartet jetzt vielleicht? Ah, keiner mehr da. Schade. Oh, die Wumme. Also hier auf Close Range ist die Wumme echt krass. Die ist überkrass. Ultramächtig, hat sau viel Munition, man kann einfach durchjuckeln. Das passt schon. Wir sind gleich da. Überall Leute, die sie gefangen haben. So, wir sind hier, glaube ich, in der Nähe von diesem... Oh. Was haben wir denn hier? Hier haben sie alles abgedeckt, die ganzen Maschinen, die da waren. Und Gott, da hinten hockt sie irgendwo wahrscheinlich komplett zerteilt. Ach du Scheiße. Oh, fuck. Oh shit. Rocky? Du? Ja. Oh Gott. Hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Irgendwas ist hier passiert. All die verfickten Peggys sind hier rumgerannt. Alle Türen fingen an, sich zu schließen, uns alle einzusperren. Ich dachte, ich würde hier nie wieder rauskommen.
Das alles wegen ihm. Ihm. Dieses verdammte, verfickte Stück Scheiße. Er kam hier runter. Und dann stand er einfach nur da und sah zu. Wir winselten um Gnade. Und dieser Ficker guckt nur. Die anderen. Okay, da waren noch andere mit mir hier. Wir holen sie heraus. Und dann fackeln wir das ganze verdammte Ding hier ab. Hilf mir. Oder geh mir aus dem Weg. Alter, ich hab sie gerade gerettet und sie überhaupt dazu in die Lage gebracht. I think you can strike this from your life list. Ich muss kurz nachladen. Nicht so schnell. Ich hätte die alle schon befreien können, aber die scheiß Türen gehen nicht auf. Du wirst die auch nicht aufkriegen. Die sind total zu, Frau. Ah, machst du das jetzt von hier auf? Machst du sie auf jetzt alle? Du guckst ja gar nicht, was du machst. Okay. Sie ist am Hacken. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Hier ist er zu. Hier sind wir doch eben hergekommen. Jetzt ist er zu. Okay. Hudson? Bist du schon fertig? Gibt es nicht noch eine Stadt, die gehört werden müsste? Die Notausgänge wurden entriegelt. Na also. Gut gemacht, Hudson. Hudson am Arschkratzen. Achtung. Triple 80 Takedown, 100 Millionen. Komm schon. Fuck. Fuck. Das sollte eigentlich ein ultimativer Takedown werden. Okay. Holen wir mal die Leute raus. Kommt mal ran. Nicht da um die Ecke gucken. Da ist doch dein Bett. Ah. Hey, du Hilfe! Wow. Ich weiß nicht, wer da gerade geplatzt ist. Ja. Haha, ins Gesicht geboxt. Er ist tot. Das war halt ein Hardcore-Boxer, ne? Komm. Gott, ich hab irgendwas im Hals. Wollt ihr mich verarschen? Scheiße. Eine der Sektionen ist mit einem anderen Kontrollraum verbunden. Ich kann sie von hier aus nicht entriegeln. Rookie, finde diesen anderen Kontrollraum. Was? Mach ich. Der Kontrollraum ist verriegelt. Keine Rakete geladen. Startsequenz wird abgebrochen. Oh Gott, was für eine Rakete wird geladen? Okay, halt die Augen offen. Hast du eine Rakete? Ich habe eine Plattform vom Raketenabschuss-Silo herabgelassen. Ihr habt die Raketen abgeschossen? Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt. Scheiße, Peggys! Konsolen? Hallo? Achtung jetzt! Oh, Mist, nein! Hab das gesehen, ich habe ein Rohr geworfen, das ist gegen den Schrank oder gegen diesen Scheiß da geflogen. Oh, was für ein lächerlicher Kack. Weil solche Takedowns sind ultra nice. Von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Man kann so ziemlich viele Gegner abmetzeln, wenn die nah beieinander stehen. Und es sieht halt echt sehr geil aus. Darüber solltest du in den Kontrollraum kommen. Okay. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt. Scheiße, Peggys! Okay, lass mal hier rüber. Ist ja auch alles voll. Zerstör die Konsolen. Das ist der einzige Weg, die letzten Gefangenen zu befreien. Achtung. Takedown. So. W, mit W. Ah, auf ihn zu. Ja. Hallo. Boah. Und jetzt mit W. Oh nein, eine Schrotflinte hinter mir. Oh Gott. Okay. Ich versuch's gar nicht mehr. Ich gehe da rein. Ich schmeiße Nate rein. Ich schmeiße C4 rein. Ich schmeiße alles rein, was ich habe. Die können mir gerade mal die Puppe spatzen, die Jungs. Ich brenne einfach den gesamten Kontrollraum nieder. So, was haben sie dann davon? Die Ficker. Habe ich gerade Mollys ausgerüstet? In den Kontrollraum kommen. Ja, läuft. Ein Haufen Konsolen. Mach sie kaputt. Scheiße, bye, bye, bye. Meine Mutter riecht nach Ei. Zerstör die Konsolen. Das ist der einzige Eins Weg, die und zwei und drei. Das war eine Granate. Auf Jagd, wie hoch? Beeil dich, Alter. Ja, mach ich doch. Weg mit deiner verkackten Schrotflinte. Oh, 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 Dicker. Da ist dran. Bye bye. Schon uns läuft die Zeit davon. Ja.
Ich muss doch die anderen Waffen einstellen. Hier, ich brauch Fernzündungsdinger. Es hat geklappt, oh. Die Zellen sind offen. Jetzt komm zurück zum Silo. Ich glaube, ich hab da was. Okay. Sie hat da was am Silo für uns. Boah. Gefahr. Oh, 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 shit. Oh, shit. Okay. Was mache ich jetzt am Silo? Hochklettern? Na bitte, arbeite dich nach oben vor. Diese Dinger wurden schon ewig nicht benutzt. Hm. Wenn also was klemmt, schieß einfach auf die Halterung. Ja, aber wo war... Führen Sie bitte eine geordnete also. Evakuierung durch. Shit, dude. I'm a road prostitute. Oh, verdammt, man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss Sektion für Sektion machen. Na, mach das doch. Das ist doch völlig in Ordnung. Das passt mir gerade. Eine schlechte Idee, okay. Klettere weiter. Wenn du fast ganz oben bist, kommst du zu einem Raum, in dem die Sekte ihre Bliss- und Benzintanks lagert. Boah, ich hab Schiss, dass ich gleich runterfall. Da oben muss ich hin. Genau, schieß auf die Benzintanks. Okay, pay. Wo sind die Benzintanks? Hier sind keine, ne? Das war kein Benzintank, ich weiß aber trotzdem. Hier brennt jetzt schon mal, das ist gut. Schon liegen geblieben. Luftfilter kompromittiert. Shit. Das war's. Wohin? Wohin? Ich schnapp mir den Rest der Gefangenen und mach mich vom Acker. Ich hoffe, dass ich richtig laufe. Ich sehe dich draußen. Ah, ne, es ist da hinten. Shit. Ne. Ich hab bloß weg mit deiner Kackschrotfinte. Ah, alles brennt. Da. Das ist eine Tür. Und ich renne wieder zurück. Ins Inferno. Na dann machen wir schnell. Widerstand, schnell. Ich hab ja echt schon kleine Problematiken. Fuck! Lad doch mal nach! Das ist ja wie bei Counter-Strike, Alter. Du lädst nach und dann kommt ein Feind. Ey, super. Wow! Ist alles geklappt? Überlebe. Passiert irgendwas? Mache ich gerade irgendwas? Ah, das geht einfach nur auf, okay. Munition. Glaubst du, du kannst einfach so unser heiliges Tor zerstören? Was will ich zerstören? Euer heiliges Tor? Was laberst du? Ich will einfach nur da raus! Der Helikopter ist direkt über dir. Los, Deputy, hack dich an den Kufen ein. Okay, bruh. Let's go! Tschüss, Jungs! Oh. Oh, das sah aus wie ein Zombie-Spiel eben. Ha. Wir haben tatsächlich diese gesamte Region jetzt schon befreit. Das ist ja echt unglaublich. Ich rechne hier jetzt leider auch wieder mit irgendeiner Musik, die in der Bar läuft. Verdammt, sowas habe ich hier ja noch nie erlebt. Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Hey. Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Hoffnung. Egal was passiert, wir stehen hinter dir. Hey. Das war höllisch gute Arbeit, Rookie. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen. Und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Okay. Oh. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt.
von vielen gefürchtet. Missverstanden von allen. Außer mir. John wurde nicht als Monster geboren. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll. Gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Na dann, komm mal ran. Batsch, 3000. Was geht, Rookie? Gib mir die Hülsen. Jetzt gehört uns die Hülsen als mithelfende Frau. Nimm's nicht persönlich, Rookie, aber ich hatte so meine Zweifel, dass du nochmal zurückkommst. Nicht, dass ich dich für feige gehalten hätte, aber wenn ich wie du freigekommen wäre, nach allem, was ich gesehen habe, ich wäre wohl einfach weggerannt. Ich hätte es verstanden, wenn du es ebenfalls getan hättest. Okay. Alles klar. Jetzt schauen wir mal ganz dringend. Auf N kann man die Waffe wegpacken, okay? Auf die Karte, denn... Ah, sehr gut, man kann die Sachen immer noch befreien. Also, wir haben jetzt halt dieses gesamte Ding befreit, also er ist jetzt weg. Aber wir können noch, hier unten steht's ja, ne? Zerstöre Eigentum der Sekte, befreie Sektenaußenposten, abgeschlossene Aufträge, haben wir noch nicht mal die Hälfte hier drin. Sehr, sehr schön. Und Spezialisten rekrutiert, da haben wir alle, okay. Also, da würde ich sagen, machen wir jetzt einfach noch hier so einen Außenposten klar, aber zuallererst sollten wir erstmal die Waffen wechseln. Du hast uns alle gerettet. Danke. Da. Waffen wechseln, dann mal in die Kirche gehen, gucken, was der Pfarrer will und vor allem mit der Kirche den Safe öffnen. Hallo? Meine Cousine hat ein paar Kultisten über die Dead Man's Mill reden hören. Sie glauben, die Cougars hätten hinter dem Wasserfall Vorräte versteckt. Okay. Also, kaufen, verkaufen. Wir verkaufen erstmal unseren. Ich denke immer, wir haben ultra viel Zeug dabei. Oh. Beschädigtes Fleisch, okay. Weg damit. Achso, jetzt, ich wollte doch. Ah, ich habe alles verkauft für nur 10 Dollar. What the fuck? Jetzt müssen wir langsam mal ran und uns gute Sachen holen. Ja, so eine Schaufel wäre zum Beispiel was. Achso, ja, wartet mal. Das will ich jetzt noch ganz kurz gucken. Wo das jetzt steht, dass ich mich irgendwo anmelden muss, dass ich das bekomme. Ich weiß nicht, wo es ist. Ist das die Waffe? Nee. Wisst ihr, dass ich mich irgendwo bei Ubisoft oder wie das heißt, anmelden muss? War denn das? Was ist für ein krasses Ding? Whack! Ha. War das das Teil hier vielleicht? Ich habe keine Ahnung, welche Waffe das jetzt war. Hier unten, glaube ich, so ein ganz buntes Ding. Oder? Ha, ist einfach nur zu teuer. Okay. Scheinbar hat es jetzt doch funktioniert, weil ich mich bei Arcade. Ada Club! Besuch den Ubisoft-Club, um diese Waffe freizuschalten. Ich war doch in diesem verkackten Ubisoft-Club. Guck mal, ich bin... Ubisoft. Season Pass News. Mein Profil. Hoppala. Wo ist denn... Da, Club-Challenges. Wisst ihr, ich habe doch hier sogar eine Club-Challenge angeschaltet. Aber... wie trete ich jetzt diesem Club bei? Verdammt it. Keine Ahnung. Get for free. Yay. Get for free, ne? Bin ich jetzt in diesem blöden Club oder nicht? Und was sind diese Punkte? Ah, die sind hier. Rabbits Bobblehead. Okay. MPK. Das ist denn doch. Ah! Die könnte ich jetzt hier einfach freischalten damit. Na gut. Ich dachte, das bekomme ich, wenn ich da reingehe, einfach so. Nee, dann will ich es natürlich nicht machen. Wir holen uns jetzt wieder unsere Sneaky-Beaky-Waffen. Das reicht mir jetzt mit unserem Scheiß hier. Ich will jetzt unseren Crossbow hier drauf. Mittlerweile müssen wir auch genug Punkte haben. Das sieht schon sehr geil aus. Müssen wir auch genug Punkte haben, um hier weiter zu skillen. Dass wir vielleicht endlich mal die letzte Waffe hier nehmen können in dem nächsten Holster. Ja! Wir können eine vierte Waffe im Waffenrad nehmen. Zack, fertig ist der Lack.
Nee, hatte ich mit der Haube und halte. Nee. Ich schaffe mehr Platz für Gegenstände. Schnelleres Nachladen hört sich auch gut an, da bin ich ja eben schon ein bisschen gestruggelt. Erbeute doppelt so viel wie bisher. Deine maximale Gesundheit wird auf 250% erhöht. Alles klar. So, das reicht dann. Jetzt können wir hier noch eine weitere Waffe holen. Wir können jetzt 4 Waffen mit uns führen. Wir haben jetzt den Bogen. Ne? Warte, lass mich kurz gucken. Okay, hier ist jetzt nichts mehr dabei. Das Zeug ist alles zu teuer. Wir nehmen jetzt unsere Pistole mit, die wir ja eh am Start haben. Welche, kann ich das hier auch nehmen? Ja. Welche haben wir denn am Start? Irgendeine von denen. Die da, die mit dem Schalli, ne? Ganz klar. Können wir die hier drauflegen? Ah, das ist geklappt. Ja klar, natürlich ersetzt... Die ersetzt die... Die Pistole. Was ist denn das hier unten? Achso. Details einblenden. Des Weiteren... Hoppala. Können wir dann... so was Schönes mitnehmen, was Großes. Da würde ich schon gerne zur AK greifen. Ich glaube, die ist schon richtig nice. Oder eben zur AKMS. Da ist schon ein Skin drauf, automatisch. Aha. So eine Pump wäre halt auch echt edel. Okay, wisst ihr was? Wir holen die AK. Ja. Und setzen die hier drauf. Holen uns sogar noch sonst... Der Goldmeister. Alles klar. Okay. Und dann haben wir noch einen Platz für die Schrotflinte. Da hätte ich auch irgendwie Bock drauf, auf eine geile Pump. Snipen machen wir dann mit dem Bogen einfach. Hier, wir holen uns die hier, oder? Natürlich hätte ich am liebsten die. Wisst ihr was, wir sparen auf die einfach. Wir holen uns jetzt als zweite Waffe halt, keine Ahnung, irgendwas, was noch frei ist. Unser Scharfschützengewehr. Machen wir dann hier hin. Genau, mit dem üblichen Skin. Und, so, dann sind wir jetzt wie folgt ausgerüstet. Wir haben den Bogen, wir haben die AK. Auf die AK können wir noch einen Schalli machen. Und hier noch den Skin drauf. Warum ist denn der Skin jetzt auf dem Ding nicht drauf? Heidenei. Mensch, hey. Also, auf die AK bitte ein Schalli. Hoppala, ein Schalli, ja? So. Ja, ich nehme jetzt einfach den hier, ist jetzt egal. Ein Skin ist da ja eh schon drauf auf der. Und jetzt hätte ich aber gerne schon auf unserem Schlüpperlein. Ist der jetzt ausgerüstet? So. Tausend Dank. Irgendwie klappt das nicht. Ich rufe Nick und den Deputy. Könntet ihr vielleicht mal bei mir vorbeikommen, falls ihr Zeit habt? Ah jo. Bitte? Ist jetzt kein Notfall oder so. Ich glaube, da ist jemand ein bisschen schwanger und wirft ein Kind. Kann das sein? Hallo Leute! Hallo! Einige von Jacobs Männern sind zur Absturzstelle von dem Flugzeug unterwegs. Es sah aus, als würden sie irgendwas suchen. Wenn du dich beeilst, kannst du vor ihnen da sein. Okay. Jetzt machen wir das ja noch. Dann haben wir wieder ultra viel Cash. So. Und, Pater, was haben Sie? Mir liegt ein großes Problem auf der Seele. Oh. Ich brauche wieder deine Hilfe. Da John Seed aus dem Spiel ist, war es nur eine Frage der Zeit, bis seine Anhänger ins Wanken geraten. Die Leute von der Woodson Farm haben mir von einem Überläufer erzählt. Er hat Zuflucht beim Widerstand im Silver Lake Trailer Park gefunden, aber seitdem habe ich nichts mehr gehört. Niemand weiß, wann der Herr die Last der Verwundeten von meinen Schultern nimmt. Geh zum Silver Lake Trailer Park und sieh nach, ob der junge Mann wohl auf ist. Wir müssen verzeihen können, sonst sind wir kein Deut besser als die Sekte. Ja, dann machen wir einfach diese Mission, dieses Seitenwechsel und beschimpfen mal ein bisschen die Frau, weil sie einfach den Besen wegschmeißt. Sie putzt ihn noch so und denkt sich, alles klar und geht heim. Parfümierter Brief. Es tut mir leid, dass es mir so schwer fällt, das alles hinter mir zu lassen. Ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Es ist so schwer, wenn ich von dir höre und noch viel schwerer, wenn nicht. Es kommt mir vor, als würde ich nur auf den Tag warten, an dem ich dich wiedersehe. Aber was dann? Es wäre wieder alles beim Alten. Ich will wirklich, dass alles okay ist. Ich habe nur keine Ahnung, wie das für uns aussehen könnte. Ich erwarte auch nicht, dass du das weißt. Warum kriegt man denn hier den Schotter angezeigt, Mensch? Ich weiß nur, dass das zwischen uns keine Liebe ist und dass es aufhören muss. Joy. Okay, gut. Das sieht aus wie ein Koteimer oder Bluteimer. Ich war gerade irritiert, dass Ubisoft da irgendeinen Schotter anzeigen lässt. Ich würde das gerne... Ich will hier irgendwie auf Ding, wisst ihr, auf Do Not Disturb, dass man das gar nicht sieht.
Naja. Erreiche den Trailer am Silver Lake. Den Trailer Park. Da können wir jetzt noch geschwind hinblubbern. Wir haben ja hier unser Hardcore-Auto. Obwohl ich lieber ein... Die NASA vertuscht auf den 10. Was macht die NASA? Was laberst du? Das habe ich schon gelesen, gell? Das Zeug hier. Ich glaube schon. Halt, war da noch was? Ach, das kann man noch plündern. Wir brauchen ein richtig krasses Auto, eins, das so schnell fährt. Und zwar ein LKW. Wir brauchen so ein Übermobil. Naja, wir haben leider nur das hier am Start. Hoppala. Ja. Jetzt rasen wir die Molly. Wen haben wir jetzt alles dabei? Schau mal rein. Aha, es fehlen nur noch 3 Stück, krass. Wir nehmen wieder Boomer mit. Nein, Boomer. Es ist echt krass, wie schnell das geht. Das ist jetzt, weiß ich nicht, Folge 22 oder 23. Ich habe das Spiel jetzt ungefähr 8 Stunden gespielt, wobei ich mich natürlich schon, ja, man muss sagen, sehr fokussiert habe auf die Missionen. Ich denke, wenn man alle Nebendinge macht, wenn man jagen geht, wenn man rumläuft, fischen geht, angeln, rumlarum, pipapo, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass man... Warum weicht der in die gleiche Richtung aus? Dann ist es wahrscheinlich schon so, dass man da eine ziemlich gute, lange Spielzeit verbringen kann in dem Spiel. Und das ist mir auch ultra wichtig bei Spielen, dass ich da auch einfach mal 100 Stunden reinhängen kann. Gut, hier kann man sicherlich nicht arg viel mehr als 100 Stunden reinhängen. Nehme ich einfach mal an. Aber ja, es sollten dann schon, also mindestens, ja, nein. Ihr wisst, was ich meine. Ich mag es nicht, wenn Spiele einfach nur 8 Stunden oder 10 Stunden dauern und dann ist man durch. Das ist irgendwie bescheuert. So. Außer es passt zum Spiel. Es gibt ja so kleine Games, Minigames und so weiter. Oder auch Spiele, die sich nicht als AAA-Titel verstehen, sondern einfach alles was ganz Besonderes, Eigenes. Und da kann es auch mal sein, dass was ganz schnell geht. Und es ist trotzdem epic, also ja. Aber ich denke, ihr wisst, wovon ich breche. Haben wir jetzt direkt einen Konvoi hinter uns? Helfen die uns? Sieht so aus. Hey Jungs. Mission Space auf mich. Das ist so cool, dass man einfach dann weiter fährt von alleine. Das hat schon irgendwie was. Dass man auch einfach zurückgucken kann, das Auto immerhin auf der Straße bleibt. Oh. Hallo. Okay, wollte eigentlich ich machen. Aber ist in Ordnung. Ich kürze jetzt ein bisschen ab. Ich echt ein harter Knochen bin. Ah, das war nicht geplant, dagegen zu fahren. Ah, ich glaube, der harte Knochen hat wieder Unfug gemacht. Shit. Oh, shit. Immer weiter. Oh. Ja, nein. Fuck. Das ist schon nice, einfach querfeld einzufahren. Wenn es denn läuft, nicht wahr? Ja. Okay, fahr mal rückwärts weiter. Und weiter geht's. Gib Gas! Kleines Autochen. Und da steht noch jemand. Den horchen wir noch kurz aus. Kleiner Umweg. Halt. Das ist ja jemand Gutes. Hallo. Jetzt fahren ja nämlich, ich denke, jetzt fahren ja auch keine Leute mehr rum, ne? Also keine bösen Säcke. Weil wir die alle gefischtet haben. Wo ist denn der jetzt? Ist das immer noch, gehört das noch zum Jacob? Oh ja, das gehört echt noch zum Jacob, das Stück. Weil wir schon so weit nach oben gefahren sind. Zu Johns Ex-Gebiet. Ex-John. Sack. 2 Beobachter, 1 Ich habe gerade gehört, dass der Trailerpark von Kultisten umstellt ist. Sie glauben, dass wir den Überläufer entführt haben und werden alles tun, um ihn zu befreien. Unsere Leute sind umzingelt. Du musst eingreifen, schnell. Mach doch, du altes Loch. So, passt auf. Kurz mal alle sichten. Alter, schießt der gerade echt jemand her? Nee, oder? Bye bye. Du darfst die Leiche nicht sehen. Bye bye. Da 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 da.
in dein Beinchen geschossen. Fick mich. Hier, hol dir den mal, Hündi. Oh shit, da kommt das Auto, Boomer. So. Ruhe ist, schon ist Ruhe. Oh fuck. Hol dir den. Los, Boomer, hol dir, hol dir, hol dir. Ich schieße ihm einmal ins Bein, du holst den. Boomer. Boomer will ihn, glaube ich, nicht holen. Ich glaube, er hat Angst. Schönes Nicky-Biggy gemacht. Das gefällt mir. Ja, Feuer, Feuer. Boomer, den kannst du auch holen. So. Hat der den Boomer gerade... Bam! Beamchen! Schnell, Beamchen. Ist Boomer jetzt noch alive? Er leckt sich gerade die Wunden. Ja. Hallo. Wenn er sagt, dass er Eden's Gate verlassen will, müssen wir ihm helfen. Das ist der, ne? Oh Gott, der ist komplett... Ja, mach ich doch. Die Peggy sind wieder da! Bitte schön und... Aha. Wow! Da fällt er einfach zu uns rein. Oh, guck mal hier. Aber was haben wir denn da? Was habe ich denn da gefunden? Oh nein, Doggy. Doggy ist tot. Flammenwerfer, sehr schön, sehr schön. Einfach ein Bonker hier unten. Kleinen Schutzbonker. Was Diablo? Ich hab Akka! Ich mach dich tot! Oh, sorry! Fuck! Vor den einen Kerl umgeschossen. Komm her, Doggy. Oh, Alter, ich bin mit der AK wie in Counter-Strike. Richtig am Regler. Richtig am Regler. Und die ist vergoldet, Leute. Das ist ein super Ding. Da, hol dir den weißen Tod. Nein, nein, nein. Und jetzt wird umgelegt. Ja. Was für eine Straße. Was verzeihst du da schon wieder? Bye, bye. Tschüss. Aha. Und jetzt schön, schön Säcke kloppen. Hier. Oh fuck. Direkt wieder in meine. Oh! Oh, Dogmeat. Ich mein Boomer. Nice. Hier! Der Hund sieht tollwütig aus. Hier. Oh! Nice, Mann! Hier. Es ist echt so grob mit dem, mit den Teilen. Ja, das nehmen wir auch noch. Ich habe so viele Widerständler zusammengerufen wie möglich. Ihr trefft euch in der Nähe der Anlegestellen. Okay. Ja. So, ich nehme ihn jetzt mit. Wir tragen ihn jetzt. Ja, ja, keine Sorge, keine Sorge. Habt ihr hier noch irgendwas? Da ist noch ein Zettelchen, den lesen wir gleich. Alles aufheben erstmal. So, Mr. Hauser Cats Notiz. Carol und Betty, scheiß auf John C. Dieser Psycho kann mich nicht einschüchtern. Wer mir helfen will, diese Absteige zu verteidigen, muss nur im Schuppen oder hinten in den Kisten nachsehen. Da findet ihr alles, was ihr braucht, mit Liebe. Hey, Kree. Mitglieder des Widerstands sind unterwegs. Bringt den Überläufer zu ihnen. Ja. Warte, ich versuche mal kurz Leute aufzuheben, dass ich einfach Leute am Start habe, die hier noch ein bisschen ballern, während ich laufe. Habe ich den einen fallen gelassen. Kill den mal bitte, Frau. Netz den mal. Danke. Der Hund ist noch alive, okay. Ich nehme ihn jetzt mit und geh los. Wir müssen zum Steg. Da hinten ist einer. Ah, ich kann nur eine kleine Handfeuerwaffe nehmen. Sehr schön, weiter, weiter. Wie die rumstolpern. Vergib mir. Ich vergebe dir doch schon. Hätte er schon vergeben. So. Vielleicht sind wir da. Direkt da an, dann im See. Am See. Der Hundi, ich brauch dich. Wo kam der Hund denn jetzt her? Der Hundi, ich brauch dich, komm.
Kill den bitte mal. Oh mein Gott, der ist noch ganz da hinten. Mach ich es ja selbst. Hundi! Go! Hundi, greif ihn an, greif ihn an, greif ihn an. Ich mach den anderen down. Da hinten ist noch einer. Nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen. Ja, wir haben noch einen Kollegen. Okay, Hundi, komm einfach her. Einfach, dass er safe ist, der Hund. So, Boomer, nein! Komm her, schnell! Gib mir Deckung, Jungs und Mädels. Ich muss mich hier um Boomer kümmern. Boomer, nicht da hoch. Boomer, 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 dahin, sofort. Ach du Kacke, ach du Kacke. Okay, ich weiß nicht, warum da jetzt so eine Frau ultra am Verbrennen ist. Ich glaube, Boomer ist wieder down. Ich kann das nicht machen. Okay. Ne, das ist jemand anderes, der da stirbt. Die andere Fange hinzuhalten, das ist der rechte Pfad. Gut gemacht, Deputy. Wir haben bewiesen, dass wir auch in die Irre geführte umarmen können. Und weitere werden folgen. Du hast jede Aufgabe gelöst, die ich dir gegeben habe. Nun wird dich der Herr führen. Wenn du das nächste Mal in False End bist, suche die Kirche auf. Für ein Gebet ist immer Zeit. Alles klar. Boom. Mission erledigt. 400 Darius. Das ist irgendwie wenig, wenn man überlegt, wie... Obwohl, naja, naja. Schon in Ordnung, schon in Ordnung. Habt ihr recht. Ich habe auf dem Weg zu Danskys Hütte gesehen. Wir sollten mal nach ihm sehen und nach dem Kram, den er für uns aufbewahrt hat. Wir haben ja 8000 Prepper-Verstecke, die wir holen können. Also von daher ist das Geld wahrscheinlich vollkommen ausreichend. Und in Ordnung. Wisst ihr was? Wir angeln jetzt mal eine Runde. So. Einfach mal zum Entspannen. Ach, 37 Minuten schon. Ich habe keine Angel mehr. Die Angel war weg. Dann angeln wir in der nächsten Folge, Leute. Ciao, ciao.